So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ich habe, ja, was ich ja schon länger vorhatte, habe ich endlich getan. Ich habe mir die Tränke gebraut. Können wir die hier sehen? Nein, aber in meinem Pferd sollten die drin sein. Hier, hier seht ihr. Wo haben wir die Tränke? Hier, Lazarus Elixier habe ich ein paar gemacht. Ringelblumenaufguss habe ich ein paar. Hier, Trank des Nachtfalken. Ich kann endlich in der Nacht sehen. 23 Stück. Easy. Trank des Verderbens, das ist das super tolle Gift. Kann man hier zeigen. Hier, ne, Gesundheit, Sattheit, alles. Bam, bam, bam. Sterben. Tod, tot, tot. Wenn du den trinkst, bist du tot. So, und Trank des Nachtfalkens hier, 10 Minuten in der Nacht sehen. Ja, also alles toll aus. Toll, toll, toll. Ganz toll. Muss ich eigentlich noch meine Sachen reparieren? Ich müsste theoretisch mal reparieren gehen. Oh, und ich musste mich auch mal waschen. Alles dreckig. Sieht aus wie so ein Stück Scheiße. Okay. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Erstmal reparieren gehen. Das werde ich wahrscheinlich einfach rausschneiden. Und dann nochmal waschen. Das werde ich auch rausschneiden. Und dann gehen wir die junge Maid hier oben retten. Ne? Die, wie hieß die? Esther? Esther, genau. Esther. Wir gehen Esther retten und gucken mal, was da los ist. Wird wahrscheinlich, also wie gesagt, wird wahrscheinlich in dem Lager sein. Ich habe auch nochmal nachgelesen, was genau passiert, wenn man diese Mine nicht vorher findet, ohne die Quest. Dann ist das eigentlich so, wie es halt ist gerade. Wir müssen Esther retten. Dann kommen wir mit Esther zurück. Der Typ sagt uns dann, hey, er wird verfolgt von einem anderen Typen. Und den müssen wir dann einfach schnappen. Der läuft dann weg, wenn wir ihn ansprechen. Und wir schnappen den und der sagt uns dann, wo die Mine ist. So läuft die Quest dann ab. Das heißt, wirklich was haben wir nicht verpasst. Passt. Passt, passt, passt. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich bei Esther bin. Ah, uno momento, por favor. Wir können uns auch jetzt die Haare schneiden lassen und rasieren. Das ist jetzt neu dazugekommen mit einem Patch. Das war irgendwie, also der Hotfix sollte jetzt schon drauf sein. Wir sind jetzt bei 1.4.1. Ja, mit 1.4 ist das gekommen. Da gab es aber ein paar Bugs anscheinend, deswegen sollte man das Spiel nicht wirklich spielen in der Zeit. Deswegen können wir das jetzt einfach machen. Das machen wir auch jetzt. Hier, ein Kessen-Unterschnitt. Jeder kennt einen Unterschnitt, einen Undercut. Ein bisschen wie ein Mann aus östlichen Landen. Die Lockenpracht eines Kriegers. Wie ein Muttersöhnchen. Was ist denn Muttersöhnchen? Das hat sich doch gar nichts verändert. An den Seiten ein bisschen gekürzt, oder was? Ach so. Das ist also Muttersöhnchen. Wie sieht der Unterschnitt aus? Warte mal ein bisschen. Oh, Alter, das sieht da richtig kacke aus. Nein! Ach, ich wollte doch. Diese scheiß Mausrad. Ich habe eigentlich nur einmal runtergedreht. Ja, halt die Schnauze. Ich will nicht so einen hässlichen und Undercut haben. Undercuts. Was hättest du? Nee, ich hab eigentlich. Ist mir eigentlich egal. So, und einen Bart nehmen wir natürlich auch gleich. Ist das ein Mann aus dem östlichen Land? Wie sieht denn der aus? Das, könnten wir nehmen. Ein bisschen gefährlicher. Lieber nicht. Wir gucken uns noch die letzte an. Ne? Lockenpracht eines Kriegers. Was ist das? Lockenpracht? Ach so. Sehr witzig. ja gut, dann nehmen wir den östlichen Fuzzi. Na schön. Ja. Ich nehme ihn. Gucken wir uns gleich auch nochmal an und dann nehmen wir auch gleich mal noch ein Bad. Du wirst es nicht. Gott behüte dich. Also ich muss ja nichts zahlen, da ich die, wie gesagt, noch immer Minnesänger habe. Den Perk Minnesänger. Oh, ich habe irgendeinen Buff. Ich will mir kurz erstmal den Buff durchlesen. Was ist das? Was ist das? Neuer Haarschnitt. Du hast die Dienste eines Badeaus in Anspruch genommen. Okay. Und das heißt was genau? Steht nicht da, was genau gebufft wurde. Und ich kann es ja hier auch nicht wirklich sehen. Oder, keine Ahnung. Hier vielleicht bei Werten? Redekunst hat auf jeden Fall plus 2. Aber ich sehe ja wieder nicht durch was. Okay. Keine Ahnung. Ich möchte. Und was darf. Wir gucken uns auf jeden Fall nochmal die Bärte an. So. Würdenträger? Was ist denn ein Würdenträger?
Sieht nicht schlecht aus. Irgendwie gefällt mir der Haarschnitt doch nicht. Böhmischer Herzog, Minnesänger. Oh, das ist so ein Robin Hood-Style, oder? Ah, nicht ganz. Lieber nicht. Gucken wir uns mal die anderen noch an. Böhmischer Herzog. Holzfäller. Holzfäller hat einen richtig fetten Bart wahrscheinlich. Oh nein, Ziegenbart. Lieber. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Nein, nein, nein. Mag ich überhaupt nicht. Wie ein eleganter Mann von Welt, also ohne. Eleganter Mann von Welt ist einfach komplett, ne? Ich glaube, wir laufen dann als Holzfäller rum. Und nehmen noch eine andere Frisur. Ich glaube sogar, wir bleiben bei Muttersöhnchen, weil irgendwie gefällt mir der am besten, der Haarschnitt. Und das ist einfach, ja. Du bist nicht mal glatt rasiert. Ich meine, wenn er wenigstens glatt rasiert wäre, er läuft hier mit Stoppeln rum und sowas. Ja, gut, wir nehmen Holzfäller. Schön mit Bart. Sehr gut. Ich nehme ihn. Nice. Du wirst es nicht. Okay, also ihr habt die Mechanik gesehen. Also dann sehen wir uns jetzt wirklich, wenn ich bei Esther bin. Hab ganz vergessen, dass diese Mechanik neu eingebaut wurde. Es gibt auch Ostereier und sowas, da habe ich mich noch nicht informiert. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Ein paar Ostereier suchen. So, was ist denn da vorne schon wieder? Gibt's hier schon wieder Action oder was? Junge, was Wer willst ist du? da? Auf wegzurennen! Okay, da war einfach nur eine Wache. Sehr schön. Okay. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, würde ich sagen. Der hat ja nicht mal eine Waffe. Kein Wunder, dass er weggerannt ist. Ist das der eine, der überlebt hat? Das könnte durchaus sein. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nur Kacke dabei. Vielleicht. Ach, lassen wir den Rest liegen. Scheiß drauf. Ja, kann wirklich sein, dass das der eine ist, der weggelaufen ist. Aber einer ist ja davon gekommen. Und der Rest ist tot, wie ihr hier seht. So, dann gehen wir mal nach oben. Zu dem richtigen Lager. Wo ist denn das? Oder was heißt richtigen Lager? Wir, ne? Wisst ihr, was ich meine? Geh noch ein bisschen weiter nach oben. Ich kann eigentlich auch hier gleich querfeld eingehen. Scheiß drauf. Interessiert doch niemanden. Sind hier in den normalen Häusern auch irgendwelche Leute? Oder nur in den Lagern? Nee, anscheinend nicht. Nur in dem Lager. Vielleicht schleiche ich mich auch an. Ich glaube, ich habe sogar. Habe ich die Fähigkeit? Es gibt eine Fähigkeit, dass man bei Regen 70% leiser ist. Das heißt, meine 100 werden sozusagen ein bisschen negiert, die ich jetzt habe durch die Sporen und sowas. Bei Sporen kennt ihr ja aus den Western, die machen immer so ein Kling, Kling, Kling Geräusch. Deswegen schauen wir mal. Also mich auf jeden Fall mit dem Bogen erstmal. Ach, komm jetzt. Ein bisschen. Willst du mich verarschen? Rumprobieren? Och, geh außen rum. Das ist ja nervig, hoch 10. Gucken wir mal, ob wir die Holde Maid finden können. Weißt du, manchmal frage ich mich, ob ich nichts Besseres gefunden hätte. Und was? Willst du dir auf dem Acker den Buckel krummschuften und vor den hohen Herren kuschen? Ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht kuschen. Sind halt andere Hochgeborene. Aber du hast Silber. Und was hab ich davon? Kann ich mir ein Haus kaufen? Nee, kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich mir immer den Kopf über die Sachen zerbreche, die wir machen. Warum das halbe Land hinter uns her ist und so. Weißt du, wie viele Leute hier leben? Unzählige. Und der Krieg wird sie schnell lehren zu vergessen. Glaubst du, es wird Krieg geben? Ohne Zweifel. Mach mal die Augen auf. Alle tun nur noch das, was sie wollen. Und wir sind genauso schlimm. Vielleicht sogar noch schlimmer. Himmel, bist wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden. Du hast es nicht leicht gehabt, aber dich für das entschieden, was du wolltest. Gibt genug, die nur tun, was man ihnen sagt. Und denen geht's auch nicht besser als uns. Wir tun doch auch nur das, was man uns sagt. Das Mädel da. Denkst du, wir haben die Freiheit, sie einfach gehen zu lassen? Wohl kaum. Und wenn wir es sagen, machen wir sie kalt. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir Unschuldige umbringen. Aber wir befolgen nur Befehle. Genau das meine ich.
Was für eine Freiheit soll das sein? Hey, wer ist da? Wir befolgen die Gefühle der anderen und haben nichts haben wir denn da? Außer der Gewissheit. Unterhaltung! Vorzüglich! Arschgeige, jetzt habe ich das Gespräch nicht zu Ende gehört. Ja, der Bandit mit dem Gewissenskonflikt, was ist mit meiner Waffe los? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Hier drüben! Kannst du nicht mehr? Hey, nee, der ist kaputt. Der eine, dein Freund, der ist kaputt. Ach, fuck. Ich war noch in der Beuge oder sowas. Also, er hat sich... Er wollte auf jeden Fall nicht rennen. Ja, genau, dann treffe ich wieder nicht, ey. Leck mir doch die Nüsschen. Ups, jetzt habe ich aus Versehen 2 gedrückt. Ich will nicht auf den Bogen wechseln. Ich will jetzt einfach nur eure Schwerter sammeln. Jägermeister, sehr schön. Jägermeister. Gewöhnlicher Schild ist nicht so gut, aber das ist eine Axt. Oh, ist auch nicht gut. Gucken wir mal, was hat der dabei? Der hat auch wieder ein Schwertchen. Das sieht eher schon nicer aus. Klopfer. Kenne ich das schon? Ich weiß es nicht. So. Oh, sächsischer Gambeson. Der ist eigentlich so nice. Den nehme ich mit. Weil guckt mal hier, Geräusch und Sichtbarkeit und Auffälligkeit. Den nehmen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Also zum Klauen einfach, meine ich, ne? Weil wir wollen ja auch so ein bisschen Ninja-mäßig unterwegs sein. Die habe ich schon. Schwarze Beinlinge können wir auch mal mitnehmen. Der hat echt nices Zeug. Also, ne? Nicht schlecht. Den Rest lassen wir. Für einen Banditen bin ich ganz zufrieden. Kuttenberger Gambeson, nicht so toll. Geflickte Beine, nicht so toll. Echt nicht so toll. Und der andere, ist das der mit dem Gewissenskonflikt? Keine Ahnung, wer von denen den Gewissenskonflikt überhaupt hatte. Einer auf jeden Fall hat sich ein paar Gedanken gemacht und es wäre besser gewesen, er hätte sie sich früher gemacht. Ja? Sagen wir es einfach so. Weil jetzt ist zu spät. So, dann Hütte. Da drin ist die oder was? Ne, die ist irgendwo da hinten. Wir knacken erstmal das Schloss. Vielleicht ist da irgendwas Tolles drin. Nein. Da ist nur wieder das Schlafzeug drin. Und gucken wir mal zu Esther. Esther! Dein Retter ist hier! Ich tue alles. No, bitte. Bring mich von hier weg. Wieso nennen sie das Supermädchen? Ich weiß doch, dass es Esther ist. Die tun dir nichts mehr. Wie hast du mich gefunden? Florian hat mir gesagt, wo du bist. Ich bin so eine dumme Gans. Ich dachte, er wäre nur ein Gag. Dabei ist er ein Schuft, der mit Dieben unter einer Decke steckt. Er wusste die ganze Zeit, wo ich war. Ja, ist nicht seine Schuld. Es ist nicht seine Schuld. Er hatte schreckliche Angst, dass dir etwas zustößt. Sie hatten ihn in der Zange. Du hast wohl recht. Der arme Florian hatte bestimmt mehr Angst als ich. Vermutlich. Wir sollten aufbrechen. Ja. Ich begleite dich. Ich möchte dich nicht allein lassen. Das ist wieder so eine automatische Teleportation. Oh, diesmal sogar ohne den Weg. Ah, doch, der Weg wird gezeigt, okay. Aber die Zeit geht wieder nicht rum, das ist toll. Das ist ganz gut, weil... Das ist halt unvorhersehbar. Ich hätte auch sagen können, obwohl... Ich hätte ja auch sagen können, sie soll alleine gehen. Deswegen... Aber ich bin auch damit zufrieden. Was geht denn mit dem Gewitter ab? So. Ich habe sie gerettet, mein junger Freund Florian. Und jetzt geh wieder in die Kirche und gravier da Zeug. Steine und so. Ich habe ja gemeint, ich mache keine Nebenquests mehr. Aber ich meine, die gehören ja so ein bisschen... Was ist denn jetzt los? Wo ist denn die? Ach, der ist unten beim Bäcker. Wo war denn der Eingang? Da hinten. Nee, rechts. Nee, der ist außen. Wieso bin ich hier dann im Hof? Ich verstehe es nicht. Hier außen ist er. Da. Aber wenn die Nebenquests wie zur Hauptquest so ein bisschen dazugehören, wie die, ja, das ist ja eine Nebenquest, die ich machen muss, um die Hauptquest voranzutreiben, dann können wir die machen. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Esther ist back. Ich konnte deine Esther finden. Ich weiß.
Wie kann ich dir jemals danken? Indem du mir verrätst, was es mit Rapota auf sich hat. Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen. Da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen. So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Okay. Wo finde ich Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreut, dich zu sehen. Das bezweifle ich. Ja, okay. Deshalb hast du es keinem gesagt. Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahmen, war es schon zu spät. Hättest trotzdem was sagen können. Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davonkommt. Geh! Hoffentlich zeigst du es ihm. Können wir das Pferd jetzt irgendwie von hinten? Was willst denn du hier? Aufziehen oder was? Da ist irgendein Typ. Der da sieht verdächtig aus. Ah, Rapota! Ja. Bist du zufällig Rapota? Wie bitte? Kennen wir uns? Nein, aber genau das möchte ich ändern. Tja, hab aber gerade keine Zeit. Ich geh dann mal. Es dauert nur einen Augenblick. Na gut, was willst du von mir? Ich weiß, dass du Quecksilber für die Fälscher kaufst. Scheint, als wären Ausflüchte zwecklos. Stimmt. Und jetzt sag mir, wo die Werkstatt ist. Sicher, sicher. Das wäre wohl das Beste. Also? Ja, reden wir ein anderes Mal drüber. Renn doch schon weg, wollte ich gerade sagen. Kann ich ihn vom Pferd ziehen? Kann ich den nicht stellen? Nein, ich gebe auf. Hey, du darfst willkommen. Bist du nun bereit zu reden? Ja, bin ich. Nur bitte, tu mir nichts. Was willst du von mir? Sag mir, wo die Werkstatt ist. Keine Bange. Dein Herr und Meister wird dich nicht für deinen Verrat bestrafen. Ihr habt beide bald ganz andere Sorgen. Willkommen, Heinrich. In den Skalitzer Minen. Das ist nicht gerade sehr konkret. Auf der Ostseite des Hügels ist ein verlassener Minenschacht. Nun, er war einmal verlassen. Jetzt befindet sich ein kleines Lager davor und die Werkstatt darin. Okay. Wer ist dein Herr? Herr Jeschek von Ronau. So nennt er sich, obwohl es Burg Ronau eigentlich nicht mehr gibt. Ja, den haben wir ja schon gefangen sozusagen. Das war ja der Chef der ganzen Sache. Was geschah mit der Burg? Ronau gehörte einst Vinzenz, Graf von Lichtenburg. Nach seinem Tod ging sie an Markgraf Jobst, der sie schleifen ließ. Er wusste, dass Vinzenz Vasallen sich widersetzen würden. Wieso? Jeder weiß, dass der König nach dem Tod eines kinderlosen Grafen mit dessen Burg tun kann, was ihm beliebt. Aber Vinzenz hatte Erben. Ronau fiel nur dem Markgrafen zu, weil der sie alle für unrechtmäßig erklärte. Und alles nur, weil Vinzenz nicht für ihn gegen Herrn Prokop kämpfen wollte. Herr Jeschek führte eine Revolte aus Vasallen an, doch Jobst kesselte sie ein. Nur Herr Jeschek entkam. Seitdem ist er die Geißel der Region. Oh, das ist echt scheiße. Vor allem hätte ich sie schleifen? Heißt das nicht, der hat sie sozusagen vernichtet, die Burg? Wer bist du eigentlich? Man nennt mich Rapota. Ich war früher der Handlanger des Henkers in Brünn. Und wie bist du in Herrn Jescheks Dienst gelangt? Ich half ihm aus dem Kerker zu entkommen. Wenn ich jemandem diene, dann lieber Herrn Jeschek als den Henker. Der Scherger eines Briganten zu sein, ist gewiss sehr viel ehrbarer. Ich dachte, wenn sich die Dinge irgendwann beruhigen, bekommt er vielleicht Ronau zurück und stellt mich in seinen Dienst. Nun, nach dieser kleinen Eskapade kannst du das vergessen. Du kannst froh sein, wenn du nicht am Galgen endest. Das spielt keine Rolle mehr. Ich habe ihn hintergangen.
Ja. Für wen arbeitet Herr Jeschek? Erzähl mir nicht, er hat sich das mit dem Fälschen selbst ausgedacht. Solche Dinge weiß ich nicht. Nur, dass Herr Jeschek mit ein paar Herren gesprochen hat. Mit welchen? Wir waren auf dem Kloster, zu Gast. Aber ich schlief auf dem Heuboden und habe nichts gehört. Abgesehen davon? Im Lager tauchte bisweilen ein ungarischer Adliger auf. Aber ich weiß nicht, was er dort tat oder wer er war. Okay, wieder der ungarische Adlige. Ich denke, ich habe genug gehört. Kann ich dich etwas fragen? Ja? Ich möchte nicht hängen. Das ist so grausam. Bitte töte mich hier und jetzt. Nein. Kerker. Du willst einen ehrbaren Tod? Oh nein. Ich bringe dich in den Kerker und als Fälscher wird dir die härteste Strafe zuteil. Du wirst noch um den Galgen betteln. Ich weiß, hört sich ein bisschen grausam an, aber ich meine, so Abschaum hat's echt nicht verdient. Der Typ war ja beim Henker angestellt. Gut, beim Henker angestellt zu sein ist schon scheiße. Kann ich schon verstehen. Aber das Ding ist ja auch, er hat ihn ja auch freigelassen dann. Also der Henker bewacht sozusagen auch die Zellen, oder? Ist für die Zellen verantwortlich? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also er hat auf jeden Fall auch Zugang dazu. Das heißt, er hat sein Amt sozusagen ausgenutzt, um irgendeinen Typen zu retten, den er nicht mal kannte und der ihn jetzt in diese Situation gebracht hat. Aber ich meine, am Ende war es ja seine Entscheidung und dann soll er auch die Konsequenzen tragen. Wieso sollte ich ihn jetzt laufen lassen? Der hat Leute erpresst und bestimmt auch Leute umgebracht. Und natürlich auch Falschmünzen verbreitet, was auch ziemlich schlimm ist. So, alles klar. Was müssen wir hier machen? Willst du mich verarschen? Egal. Wir haben es ja schon erledigt. Was müssen wir hier machen? Darf ich den nicht irgendwie foltern oder so? Also nicht, dass ich das gerne tun würde, aber ich meine zumindest befragen. Wir haben jetzt nicht wirklich was rausbekommen. Der hat nichts über diesen ungarischen Adligen gesagt. Er muss ihn doch kennen. Ich meine, der fälscht doch nicht einfach so. Oh, Überfall. Ja, gucken wir mal. Überfall? Ja, klar. Wieso nicht, ne? Die Typen können sich auf was gefasst machen. Willst du mich verarschen? Schon wieder irgend so ein komischer Bauer. Mit einem Hackmesser oder sowas. Komm, Alter, ein Clinch. Clinch! Auf den Kopf! Bam! Okay, war nicht ganz auf den Knopf. Aber jetzt. Hey! Junge! Was soll denn das? Kann ich den eigentlich entwaffnen? Also geht das theoretisch? Kann man die entwaffnen, wenn man ohne Waffe kämpft? Ach, versuchen wir es nicht. Du machst nur meine Rüstung kaputt. Wohin laufe ich denn? Hä, der war anvisiert und dann läuft er rechts daran vorbei. Oh, du kleiner Helfer. Helfersjunge. Todesstoß. Bam, bam, bam. Schön draufhauen. Und dann gucken wir nochmal. Oh, sein Schwert ist wieder irgendwo. Ah, nee, da ist es. Das ist der Spalter sogar. Das ist gar nicht so schlecht. Spalter ist nicht schlecht. Der hat sogar ein ganz gutes Schwert gehabt. Bin etwas überrascht. Und ich finde es nur ein bisschen schade, dass die Leute hier immer keinen Schnaps dabei haben. Ja, ich würde mal so einen guten Schnaps dabei mit einsaugen, ne? Das ist nämlich nicht schlecht. So, Essen brauchen wir ja nicht. Wir sind eigentlich noch ziemlich satt. Oder? Ja. Und Schnaps habe ich noch. Einen zumindest. Muss ich mich auch gleich nochmal drum kümmern. Gucken wir mal. So, jetzt aber auf nach Ratai. Hoffentlich keine Zwischenstopps mehr. Eigentlich denke ich mir irgendwann mal, die müssten doch weglaufen. Also ich muss doch ziemlich grausam aussehen mit so einer Rüstung und auch den Waffen und sowas. Aber irgendwie haben die keinen Bock, wegzulaufen. Verstehe ich nicht. Also manche schon, vor allem die Bogenschützen laufen gern weg. Aber so normale Kämpfer wie diese Banditen? Nö, die haben keinen Bock. Die stellen sich lieber im Kampf und sterben. So. Gucken wir mal, was Herr Ratzig jetzt zu sagen hat.
Oder was halt überhaupt erstmal rausgekommen ist. Hey Milan, alles klar? Gucken wir mal. So. Das war ganz oben, oder? Ja, doch, normalerweise schon. Wir sind immer hier oben. Da ist er doch. Ja, Ratzig. Guten Tag. Da ist er, ja. Gute Arbeit, Heinrich. Vielen Dank, Herr. Ich würde dir gern etwas Ruhe gewähren, aber ich muss dich schon wieder um etwas bitten. Was immer du befiehlst. Jeschek weigert sich zu reden. Der halsstarrige Bastard verlangt nach dir. Nach mir? Ja. Normalerweise würde ich Hauptmann Bernhard schicken, um alles aus ihm herauszuprügeln. Aber wenn er unbedingt mit dir sprechen will? Ich werde versuchen, ihm etwas zu entlocken. Wo ist er? Im Turm eingesperrt. Bernhard gibt dir den Schlüssel. In Ordnung, Herr. Ja. Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlett? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Skalitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Er nahm sich einer Sache im Sasau an und hat sich vermutlich im Gasthaus einquartiert. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Ist das eine Nebenquest? Dann werden wir sie wahrscheinlich nicht machen. Ja. Nein. Die Seuche, da können wir nochmal hinkommen später. So, ach nee, jetzt muss ich echt zum Bernhard. Willst du mich verkackeiern? Wieso hat denn der... egal. Der ist ja in der anderen Burg, der Bernhard, oder im Trainingsplatz halt. Wir wissen ja, wo der ist. Der hat uns ja das beigebracht, sozusagen das Kämpfen. Nochmal. Und das richtige Blocken. Alter, was geht denn hier ab? Zwei edle Pferde. Was ist vom Kubilla auch nochmal? Vom Herrn Ratzig und von dem Herr Capon. Herr Hans Capon. So, wo bist denn du, Bernhard? Bist du draußen oder ist wieder draußen? Gut, dann reiten wir mal aus dem Burgtor. Und dann gibst du mir den Schlüssel und dann hauen wir dem mal ein paar auf die Rübe, dass er endlich mal anfängt zu labern. Dieser Sack. Kann doch nicht sein hier. Wahrscheinlich will er irgendwas aushandeln von wegen, ne? Mach mich nicht platt. Also gewährt mir Amnestie dafür, dass ich euch sage, was ich weiß. Und mal schauen. Vielleicht gehen wir drauf ein. Ich meine... wir haben ja gehört, er ist auch selber einer, der sozusagen geschädigt wurde durch andere Dinge. Also hat seine Burg nicht. Wie kann ich dienen? Oh, das hätte ich ja gar nicht von dir gedacht, dass du sowas sagst. Oh, Trophäen übergeben. Ich habe noch ein paar Ohren von Banditen. Zeig her, das haben sie verdient. Eins, okay. Den Schlüssel zu Jescheks Zelle, bitte. Also lässt Herr Ratzig ihm seinen Willen. Er hätte mich die Antworten aus ihm herausprügeln lassen sollen. Ja. Ich würde Herrn Ratzigs Befehle nicht in Frage stellen. Gib mir den Schlüssel. Vermassel es bloß nicht. Hier ist der Schlüssel. Danke. Kleiner Arsch. Ich kann eigentlich gleich nochmal üben. Nämlich genau hier Schwert und sowas. Axt. Schwert habe ich ja schon Stufe 10 gelernt. Ja. Gucken wir mal. Hier kann man auch den perfekten Schlag lernen, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob die das wieder gefixt haben. Keine Ahnung. Kann ich Axt schon hier? Gut. Oh, ja. Hier. Jetzt. Sehr schön. Einfach mal eine Stufe Axt bekommen. Easy. Verdammt! Dann gehen wir jetzt mal in den Turm und befragen mal diesen schmierigen Typen. Wo ist denn das? Genau, das ist wieder da hinten. Ja. So. Müssen wir nicht selber reiten. Gucken wir mal. Wieso ruft man eigentlich nicht den Henker, um den zu verhören? Ich meine, der Henker hat ja sowas wirklich gemacht.
Also Henker haben ja oft die Leute verhört. Die wussten ja auch, wie man Leute leiden lassen konnte. Ohne dass sie halt sterben. Da gibt es auch hier eine tolle Quest. Da geht es darum, einen Henker zu sabotieren. Da macht man zum Beispiel dann seine Waffen stumpf und also sein Köpfungsschwert oder wie man das auch immer nennen will. Oder zum Beispiel ein altes Seil gibt man ihm, dass es reißt und vergiftet eine Zange, dass der Gefangene dann sofort stirbt. Ja? Das ist halt widerlich mit einer Zange. Ihr müsst es euch vorstellen, die ziehen Fleisch mit einer Zange. Also wirklich ab, die kneifen rein und reißen so Fleisch raus damit. So richtig brutal. Brutal, Alter. Wo ist denn das? Im Turm. Ist das der Turm? Bin ich jetzt total behämmert? Wo soll denn das sein? Hier oben oder was? Oder da vielleicht drin? Nee, wahrscheinlich nicht. Im Turm ist eine sehr, sehr vage Angabe. Muss ich ja mal zugeben. Guck mal, ob ich da irgendwie drüber komme und den dann irgendwo hier sehe. Hier weiter oben vielleicht? Nee. Hier darf ich auch eigentlich gar nicht hin. Hier ist der Schreiber, der irgendwelche Probleme hat. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Wo soll denn das sein? Hä? Hier? Unten hier im Keller? Ja. Ach so. Im Turm. Wieso nicht im Kerker? Was labern die? Hier aufschließen. Hallo, was willst du von mir? Jetzt quatsch endlich. Endlich. Ich warte schon ewig. Weshalb willst du gerade mit mir sprechen? Ratzig hält mich nur so lange am Leben, wie es dauert, alles aus mir herauszubekommen. Du hast mir jedoch gewisse Dinge versichert. Ich möchte die Geheimnisse, von denen mein Leben abhängt, in guten Händen wissen. Ja, okay, komm. Ich habe dir nichts versprochen, aber werde sehen, was ich tun kann. Gut, frag mich, was du willst. Ich werde mich nicht widersetzen. Ich will in erster Linie wissen, wer hinter all dem steckt. Für wen habt ihr diese Münzen hergestellt? Du denkst, alleine wäre ich dazu nicht imstande gewesen? Ich will dich nicht beleidigen, aber eine Person allein bringt das nicht fertig. Na gut, es fing damit an, dass ich pleite war. Wie immer. Also ließ ich mich von diesen Pressern in Sasau anheuern. Anheuern? Wozu? Ich habe nicht allzu viele Fragen gestellt. In diesem Geschäft ist das keine gute Idee. Aber als sie erfuhren, dass ich kein Niemand war, übertrugen sie mir die Leitung fürs Fälschen. Ein Fremder namens Eric gab mir Anweisungen, aber er ist keinesfalls der Kopf der Bande. Und ein Hochrangiger im Kloster ist ebenfalls in die Sache verwickelt, aber keine Ahnung wer. Okay, ja. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Vor ein paar Monaten traf ich ein paar alte Freunde in Colleen. Sie sagten, sie wären unterwegs nach Sasau, da man dort harte Kerle anheuern würde. Und dass sie jeden nehmen. Okay. Alte Freunde? Wer denn? Ach, bloß ein paar Briganten. Wir überfielen früher in Mähren gemeinsam die Boten des Markgrafen. Nette Freunde hast du da. Ich hatte Streit mit dem Markgrafen. Ein Mann wie ich lernt so alle möglichen Leute kennen. Und was dann? Rapota und ich haben uns monatelang von Brotrinde ernährt. Also schlug ich das Angebot auf Arbeit nicht aus. Ob ehrlich oder nicht. Wir ritten nach Sasau und trafen uns mit den Pressern. Sie erkannten schnell, dass ich kein Bauer, sondern ein Adliger in Nöten war. Komm langsam zum Punkt. Nun, sie stellten mich diesem Eric vor und sagten mir nur das Nötigste. Sie errichteten die Werkstatt und beschafften die Männer, Rohstoffe, alles. Ja, er hat auch keine Ahnung. Presser? Willst du damit sagen, dieser Eric heuert in Sasau bewaffnete Männer an? Nun, scheint so. Ich gab den Pressern dafür etwas von den Münzen ab. Den gefälschten natürlich. Wo finde ich diese Presser? Schwierig. Meine Freunde führten mich zu ihnen. Wir trafen uns mit ihnen in den Wäldern bei Sasau. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Du sagtest, du hast ihnen Geld gegeben. Wo? Sie ritten zu mir zum Minenschacht. Aber ich schätze, dort wirst du sie nicht mehr finden. Wenn du meinst. Okay, Eric. Dieser Eric,
Du meinst, er hat nicht das Sagen? Er spreizt sich wie ein Pfau, ist aber bloß ein blauäugiger Welpe. Außerdem redet er ständig von seinem Herrn, wenn auch nicht namentlich. Wo finde ich diesen Erik? Ihr müsst einen Treffpunkt gehabt haben. Er kam immer unangemeldet zur Werkstatt. Aber nach allem, was sich ereignet hat, bezweifle ich, dass er sich dort wieder blicken lässt. Okay. Ja. Dieser hochrangige Kerl im Kloster, was kannst du mir über ihn sagen? Ich weiß nicht, wer er ist. Nur, dass er ein hohes Tier sein muss. Immerhin kümmert er sich um den Austausch der Fälschungen in Passau. Verstehe. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn sagen? Nein, er hätte mich mit Werkstoffen beliefern sollen, aber das tat er nicht. Erik meinte, er hätte kalte Füße bekommen. Okay, das war's dann. Das sollte fürs Erste reichen. Legst du bei Herrn Ratzig ein gutes Wort für mich ein? Ich würde ihm die Treue schwören. Ich will kein Abtrünniger mehr sein. Ja, komm von mir aus. Ich versuch's, kann dir aber nichts versprechen. Wir wissen ja selber, er ist ein wirklich eine arme Sau. Ein Adliger, der nicht seine Burg bekommen hat, nur weil ein Markgraf gesagt hat, hey, der ist gar kein richtiger Erbe. Finde ich ein bisschen, er ist schon ein bisschen arschig, muss man sagen. Und dann hat er noch seine ganzen Männer verloren. Jetzt könnte man natürlich sagen, er hätte jetzt auch schon mittlerweile eigentlich tot sein sollen. Dadurch, dass er halt seine ganzen Männer verloren hat und das einzige Entkommen ist und sowas. Aber ich glaube, im Grunde ist er kein schlechter Kerl, nur die Not hat ihn irgendwie dazu getrieben, das zu machen. Also ich denke, solange es ihm gut geht, wird er auf jeden Fall die Treue halten. Gucken wir mal. Wir müssen ja sowieso erstmal gucken, was Herrn Ratzig dazu sagt, was der überhaupt dazu meint. Vielleicht will er den gar nicht, vielleicht will er ihn hinrichten lassen. Hallo? Wohin gehen wir hier? Was ist das? Hier war ich noch nicht drin. Ach komm, jetzt konnte ich gerade... Ja, jetzt. Was hast du herausgefunden? Alles Mögliche. Ein Fremder namens Erik steckt hinter dem Fälscherring. Hey, und irgendein Hochrangiger im Kloster. Im Kloster? Tatsächlich? Das hat Jeschek behauptet. Dann ist es schlimmer als befürchtet. Wenn das wahr ist, müssen wir äußerst vorsichtig vorgehen. Weshalb? Können wir uns nicht einfach im Kloster umsehen? Nein. Wenn die Kirche damit zu tun hat, steht es nicht in meiner Macht. Ja. Aber wenn jemand im Kloster Verbrechen gegen die Krone verübt? Natürlich. Und wieso verhafte ich Sigismund von Luxemburg nicht auch gleich, wenn ich schon dabei bin? Er ist auch ein Verbrecher. Ich muss nachdenken. Das ist eine vertrackte Angelegenheit. Und ich muss mich mit Herrn Hanusch beraten. Was ist mit diesem Erik? Wer ist er? Das weiß ich nicht. Aber er heuert Männer in Sasau an und stellt eine Armee auf. Verdammt! Pribyslawitz war also nicht das Ende der Geschichte. Höchstwahrscheinlich nicht, Herr. Noch dazu ist Herr Jeschek davon überzeugt, dass Erik nur ein Mittelsmann ist und jemand anderes die Fäden zieht. Du solltest nach Sasau zurückkehren und das genauer untersuchen. Wenn sie einen Angriff planen, müssen wir diesmal früher davon erfahren. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Herr Jeschek kennt die Presser nicht und weiß nicht, wo sie zu finden sind. Du musst das irgendwie hinbekommen, Junge. Erzähl mir nicht, hier versammelt sich eine Horde Bewaffneter und niemand weiß davon. Ja. Ich kenne den Sasauer Müller. Ja, einer hat gemeint in der Krankenstube, das ist halt eine Nebenquest gewesen, er würde mir Bescheid sagen, also er würde mir, ich könnte ihn einfach mal fragen und, ne? Ja, fragen wir das mal. Ich glaube, ich weiß, wo ich mich umhören kann. Ich habe in der Sasauer Krankenstube ausgeholfen und da lag ein Mann namens Thomas. Zwielichtig wie eine schwarze Katze. Er könnte etwas wissen. Gut. Ich wüsste dich zwar lieber in bessere Gesellschaft, aber in der Not. Aber sei vorsichtig, Heinrich. Und vermeide es, meinen Namen zu nennen. Das zöge nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf dich. Die Presser sollen dich für einen gewöhnlichen Dorfjungen halten, den sie anwerben können. Verstanden, Herr. Ich werde mein Bestes geben. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich wüsste niemanden, der besser für dieses Unterfangen geeignet wäre. Ja. Quatsch mir mal das mit Jeschek an. Und ich meine, ja, egal. Herr, machen wir erst mal. Da wäre noch eine Sache. Herr Jeschek kam freiwillig mit, da ich ihm ein Entgegenkommen deinerseits versprochen habe. Junge, Junge, du machst Versprechungen in meinem Namen? Das könnte böse für uns beide enden. Aber wenn sich dadurch ein Blutbad vermeiden lässt, warum zum Teufel nicht? Vielleicht werden wir uns hier einig.
Aber ich kann nicht versprechen, was aus ihm werden wird. Du gehst jetzt besser. Okay, also ich konnte nichts mal auswählen. Ich konnte nicht mal irgendeinen Vorschlag machen. Wie du befiehlst, Herr. Was ist denn hier oben? Was treibst du hier? Was hast du da? Gib dir Saures. Ganz ruhig, ich bin doch schon weg. So, alter Schwede. Schon wieder so eine Helebarde. Hier liegen ja nur Helebarden rum. Lasst eure Helebarden nicht rumliegen. Die sind doch wertvoll. Meine Güte. So, also, wo müssen wir jetzt hin? Nach Sasau hieß es. Müller Simon. Ja, wir gehen aber gleich, glaube ich, hier hin. Zu dem Typen in der Krankenstube und befragen den mal. Gucken mal, was der weiß. Wie gesagt, der hat gesagt, ich habe den halt geheilt. Ich weiß gar nicht mehr, was er hatte. Ich glaube, einfach nur ein gebrochenes Bein oder so. So innen gebrochen. Also, es war ein äußerer Bruch, den sie wieder gerichtet haben, aber irgendwie falsch gerichtet. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ich habe den halt nochmal gerichtet. Und irgendwie das Knochenmark ist halt ins Blut gekommen und dadurch hat er irgendwie Fieber und sowas bekommen. War nicht schön. Und deswegen gucken wir mal, was er jetzt dazu zu sagen hat. Wir haben ihm ja das Leben gerettet. Und er hatte dann auch... Also ich habe nie was von ihm gehört mehr. Oder ne, es gab keine Möglichkeit mehr, mit ihm zu quatschen. Er hat gemeint, ja, wenn ich mal was wissen will, der weiß über alles Bescheid in der Stadt, dann soll ich ihn einfach mal anquatschen. Das machen wir jetzt. Hoffentlich weiß er natürlich was. Ansonsten, ja, der Müller noch. Ich meine, wir haben ja sozusagen ein bisschen Vertrauen bei den Müllern. Oder? Würde ich schon behaupten. Der alte Peschek. Für den haben wir ja ein paar Quests gemacht. So. Da ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Hallo. Ich bin es. Alter, wie es hier aussieht. So, der da. Der hat es gesagt. Oh, verdammt. Wieso weckst du mich? Wie geht's? Fühlst du dich besser? Ja, viel besser. Bin echt dankbar. Ein bisschen noch und ich kann zurück in die Wälder und... sehr nett von dir, dass du nach mir siehst. Ehrlich gesagt bin ich nicht nur deshalb gekommen. Was brauchst du? Ein Vögelchen zwitscherte mir, es gäbe Arbeit für harte Kerle, die auf Silber aus sind. Ah, ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Sie gingen einst ins Wirtshaus, treffen sich nun aber in der Kirche. In der Kirche? So ist es. Die ist nachts zugesperrt, aber wenn du ein Licht siehst, steht die Tür offen. Geh rein und sprich ein Gebet oder so, und du wirst schon sehen. Das ist alles? Ich muss mit niemandem sprechen? Zu tun, was ich gesagt habe, genügt. Die nehmen dich in Augenschein und sehen sich an, ob du die Eier dafür hast. Mach dir keine Sorgen. Na gut, danke. Du hast dich um mich gekümmert. Eine Hand wäscht die andere, nicht? Ja, anscheinend. So, wir rüsten erstmal wieder eine andere Waffe aus. Klopfer, das Schwert habe ich noch gar nicht. Ah, ist ja richtig scheiße. Wir nehmen mal wieder mein Schwert, ne? Ein bisschen mit dem Schwert kämpfen, wieso nicht? So, alles klar. Das ging echt einfacher als gedacht. Habe ich wieder Hunger? Muss auch mal auf die Sattheit immer achten, es geht noch. So, okay, ab in die Kirche. Wieder ins Dorf, da machen wir gleich mal die Schnellreise. Müssen wir mal gucken, ob Licht an ist. Er hat ja gemeint, die Kirche sei sonst zu nachts. Und je nachdem, vielleicht werden wir dann gleich so ein Presser und kommen in die Bande und dann gehen wir... Keine Ahnung, was wir dann machen. Irgendwie müssen wir ja auch noch ins Kloster kommen und rausfinden, wer da das Sagen hat. Oder die bösen Machenschaften tut. So. Kirche ist da vorne. Genau, wo ist denn der Eingang? Ach, das ist wieder dieses Spielchen. Ich glaube, da links hier. Hier muss ich da durch. Und dann komme ich da zum Eingang. So war das. Dieses Spielchen kennen wir schon, genau. Dann gucken wir mal. Also, er hat gemeint, es sei zu. Es müsste ein Licht brennen oder was? Ich habe keine Ahnung. Hier, nein. Vorne der Eingang. Bin ich wieder... Ach, ich bin wieder falsch gelaufen. Es brennt sogar Licht. Okay, warte. Nein. Ich muss tatsächlich da vorne einfach ein Gebet sprechen, oder?
Lesen? Was kann ich denn hier lesen? Was? Okay. Sprechen wir ein Gebet. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Amen. Hm? Was? Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du? Spuck's aus. Arbeit. Ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Von einem deiner Freunde, den Namen habe ich vergessen. Er meinte, er könne mich nicht zu euch bringen, also sollte ich in der Kirche warten. Das ist richtig, aber er hat trotzdem mehr ausgeplaudert, als er sollte. Ich kenne mich aus. Mit mir könnt ihr nichts falsch machen. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Ah. Ja, wir kennen ja Pius. Das ist der letzte von der Bande, den wir noch nicht gesehen haben. Ne, von Timmy, Stinker und der hingehende Heinz. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen. Und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Okay. Und wo ist er? Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn dann nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Okay. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Ich klaus ihm einfach, denke ich. Jemanden im Kloster ermorden? Bist du des Wahnsinns? Mord ist ohnehin eine Sünde. Spielt es dann eine Rolle, wo man ihn verübt? Ja, tut es. Ich würde Blut auf geweihtem Boden vergießen. Na, dann zieh ihm eins über, schleif ihn raus und mach ihn kalt, wo es weniger heilig ist. Mir ist es gleich, solange er das Zeitliche segnet. Okay. Gibt's keine andere Prüfung? Gibt's keine andere Prüfung? Wir heuern keine Stallburschen an. Wir suchen Kerle, die zu allem bereit sind. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Und wie viele habt ihr schon geschickt? Nur ein paar. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie gehängt? Nur der erste. Die anderen zogen den Schwanz ein. Hatten wohl nicht die Nerven dafür. Der erste war zu abschreckend, oder was? Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Okay. Ja. Na schön.
Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Alles klar? Hört sich spannend an. Nun werden wir wohl jetzt zu einem Klosterbruder. Ja, das war das, was mir gespoilert wurde durch Vorberichterstattung und sowas von dem Spiel. Es gab halt, also wurde, es wurde gesagt... Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Okay, es wurde halt gesagt, dass man auch im Kloster sein kann. Also sozusagen man sich im Kloster befindet. Was ist das für ein Schlüssel? Zur Sasauer Kirche. Haben sie mich eingesperrt? Ach, tatsächlich. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Egal. Ja. Aber ich sehe wieder an der Uhrzeit, dass wir wieder am Ende der Folge angekommen sind. Das heißt, wir werden das einfach beim nächsten Mal machen, ja? Beim nächsten Mal gehen wir dann ins Kloster, oder beziehungsweise holen wir uns erstmal die Sachen, damit wir überhaupt ins Kloster reinkommen und werden da mal ein bisschen gucken, wie das da abläuft und den Typen finden und versuchen, ihn nicht umzubringen vielleicht, also nur seinen Würfel zu bekommen und ihn leben zu lassen. Ja, okay. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Schulzmann.